Herzlich willkommen zurück, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Hier beim ersten Update für das McGuire's Waterless Wheel and Tire aus der Ultimate Series. Und das schauen wir uns heute mal an. Nach 7 Tagen und 480 Kilometer. Wie sieht es jetzt aus? Wie sieht es aus mit der Reifenauffrischung? Ist auch noch ein kleiner Schutzfilm mit dabei. Und ich habe im ersten Teil eine wichtige Sache vergessen, und zwar auch das Abhärverhalten. Und das holen wir heute nach. Nach 7 Tagen und den 480 Kilometern. Und jetzt schauen wir uns das mal gemeinsam an. Viel Spaß. So, und hier haben wir mal das Bild nach den 480 Kilometern und 7 Tagen. Ich bin nicht massiv hier mit dem Auto Langstrecke unterwegs, ganz klar. Also das ist ja auch kein Vertreterauto, das ist hier unser Familienfahrzeug. Da fahren wir zum Einkaufen, für kleine Kurzreisen und so weiter. Aber ich bin ja, wie gesagt, kein Pendler, und deswegen fahre ich auch keine 3, 4, 5.000 Kilometer in der Woche oder im Monat. Aber ich denke mal, wir können hier schon einiges an Punkten erkennen, die wir auf jeden Fall ansprechen müssen. Eine Sache ist mir aufgefallen. Hier in dem Bereich haben wir so ein paar Mini-Bereiche, die langsam wieder die Originalfarbe annehmen. Aber das ist wirklich ganz, ganz wenig. Also ich muss sagen, wir haben ja das Produkt einmal angewendet. Und wenn man einen Reifen noch nie mit Reifenpflege behandelt hat, muss sich die obere Schicht des Gummis erstmal ein bisschen mit Produkt voll saugen sozusagen. Ich habe aber extra hier auch für das Video, damit ich den Test nicht verfälsche, keine zweite Schicht nochmal irgendwie draufgelegt. Wenn, dann würde ich euch das ja auf jeden Fall auch in dem Video mit zeigen. Hier ist jetzt, wie gesagt, die erste Schicht noch drauf. Hier habe ich einen kleinen Kratzer im Reifengummi. Hier ist mal irgendwas am Reifen lang geschabt. Also nicht wundern, warum hier so eine helle Stelle ist. Das ist einfach der aufgeraute Gummi, das bekommt er nicht mehr dunkel. Aber hier kann man schön sehen, hier habe ich beim Auftragen nicht unbedingt aufgepasst. Hier habe ich ja dann irgendwo Stopp gemacht mit dem Tuch. Geht hier rum und endet hier oben in dem Strich. Und ich muss ganz klar sagen, für 480 Kilometer, wir hatten jetzt wirklich sehr heiße Tage in den letzten Tagen auch mit dabei, 34 Grad, auch einmal 32, also richtig heiß. Gummi war richtig am Kochen. Dann waren wir mit dem Fahrzeug auch ordentlich unterwegs während diesen Temperaturen, und wir sind auch zweimal in den richtigen Platzregen reingefahren. Also es war auch viel Wasser hier mit am Start, und das sehen wir auch nochmal schön, Unterschied zwischen versiegelt oder sozusagen gepflegt hier mit dem Wheel and Tire und halt ungepflegter Bereich. Hier sieht man es am besten, weil hier habe ich die Grenze nicht so schön gemacht. Aber ich denke mal, es ist ein deutlicher Unterschied. Und wir wechseln mal so ein bisschen die Perspektive, damit ihr das auch noch deutlicher jetzt wahrnehmen könnt. Hier habt ihr den Blick direkt von vorn, und ich denke mal, auch hier wird es dann durch die etwas anderen Lichtverhältnisse deutlich, dass wir doch immer noch eine schöne, aufgefrischte Oberfläche haben. Auch insgesamt habe ich ja die Felge auch mitgemacht, und da haben wir nur so einen leichten Staubfilm drauf liegen. Das finde ich auch sehr, sehr beeindruckend. Also auch hier bei der Felge, finde ich, sieht das noch sehr, sehr gut aus. Und insgesamt macht das für mich jedenfalls ein schönes Bild. Könnt ihr mal eure Meinung unten reinschreiben? Ich weiß, ein paar von euch haben gesagt, ja, das ist nicht so richtig einzuordnen. Ist es jetzt ein Felgenreiniger? Ist es eine Reifenpflege? Ist es ein Felgendetailer, wie ich es gesagt habe? Und hier gebe ich euch mal meine Meinung dazu. Für mich ist das zu 70% eine Reifenpflege und zu 30% ungefähr ein Felgenschnellreiniger sozusagen. Weil man muss ganz klar sagen, dieses Produkt löst kein, ja, 3 Jahre alten Bremsstaub an. Das schaffen ja nicht mal die Piranha-3 Felgenreiniger. Ich würde hier, wie gesagt, nur Staub, bisschen runterreinigen, schnell detailen sozusagen für ein Treffen, für einen Samstag, wenn ihr da unterwegs seid. Aber ansonsten natürlich einen normalen Felgenreiniger nutzen, aber für solche schnellen, staubigen Sachen ist das ideal. Und jetzt machen wir genau das, was ich im ersten Teil vergessen habe. Viele haben mich auch nach dem Abhärverhalten gefragt, und das testen wir jetzt auch nochmal mit hier an den beiden Bereichen. So, und da habe ich jetzt hier einen ganz feinen Wasserstrahl eingestellt, und jetzt sprühen wir einfach mal direkt auf beide drauf. Ja, und ich glaube, das wird ganz stark sichtbar. Also wir haben hier definitiv auch so einen Schutz drauf, der hier eine hydrophobe Oberfläche erzeugt. Und das Krasse ist, und logischerweise haben wir auch das auf der Felge. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Hier ist nichts auf der Felge drauf, außer das McGuire's. Und selbst das hat ein schönes Abhärverhalten. Ja, sieht man auch hier schön, wird komplett weggeschossen. Also insgesamt, jetzt geht mir hier das Wasser aus, deutlicher Unterschied, aber ich denke mal, ich habe es gut gesehen, und es wirkt auch noch nach 7 Tagen und 480 Kilometern. Und das ist ein schönes Ergebnis für so ein leicht anzuwendendes Produkt. Und wir sehen uns damit beim nächsten Video wieder, zum nächsten Update. Ich fahre das nochmal jetzt 7 Tage durch die Gegend, und in der nächsten Zeit fahren wir auch noch etwas längere Strecken, und da haben wir auch noch mehr Belastung. Aber ich finde, das ist eigentlich schon ein richtig schönes Ergebnis, oder? Also schreibt mal gerne eure Meinung unten rein, und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn ihr einschaltet. Haut rein, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da, und ansonsten schaut euch hier gerne noch rechts und links die anderen Videos an. Bis zum nächsten Mal. Ciao.